So don't act like it. And please don't treat me like I'm your sidekick. Hallo, mein Name ist Dr. Global und ich befinde mich gerade in der wunderschönen Manchester Arena, wo sich der feige islamistische Terroranschlag ereignet hat. Eigentlich wollte ich nichts darüber machen, aber dann kam ein Typ um die Ecke geflogen und ich wurde mehr oder weniger gezwungen, ein Video über den Typen und der momentanen europäischen Situation zu erstellen. Videoplay. Noch kurz den Massenmörder Anders Breivik. Ein Mann, der von sich selbst sagt, ich betrachte mich selbst als 100%igen Christ und dann in Norwegen 77 Menschen ermordet. Entschuldigung, aber wer sich selbst als Vorreiter der christlichen Nächstenliebe empfindet, aber dann über 6 Dutzend Unschuldige ermordet, so, der ist nicht 100% Christ, sondern 100% durchgedrehter Vollpsychopath. So, und nicht anders sollte man mit ihm IS umgehen. Also die Leute, die angeblich im Namen Gottes da ihr Werk verrichten und in Paris, in London oder jetzt in Manchester einfach irgendwelche Menschen töten, die können 10-mal im Kreis springen und behaupten, dass sie das Werkzeug Gottes sind, so. Aber nur weil sie sagen, macht es das nicht wahr. Hören wir mal, was Raik Anders vor einem Jahr und 7 Monaten gesagt hat, also im Jahre 2015, in Bezug zum Pariser Terroranschlag. Wen ich niemals verteidigen werde, sind religiöse Extremisten. Bewaffnete Menschenfeinde, die das Leid, das vielleicht einmal ihnen angetan wurde, jetzt als Rechtfertigung und Ausrede benutzen, dass sie dieses Leid jetzt auch anderen zufügen dürfen. Ich meine, ich weiß, dass die Leute, die diese Attentate ausführen, sich total im Recht fühlen. Dass sie sagen, der Westen tötet uns. Schaut auf die Kinder im Nahen Osten, schaut auf die tausenden Leben, die ihr zerstört habt. Wir töten eure Familien so, wie ihr unsere getötet habt. Aber das werde ich niemals gelten lassen. Bei niemandem. Natürlich gibt's dann so Spezialisten bei Facebook, die schreiben, Menschen, die meinen, im Sinne ihrer Religion andere Menschen töten zu müssen, müssen getötet werden und die müssen ausgerottet werden. Nein. Einfach nein. Menschen, die andere Menschen umbringen wollen, muss man nicht selbst töten, sondern aufhalten. Also den Sprung von religiöse Islamo-Extremisten auf ein? Nein, das sind gar keine Moslems, sondern nur Psychopathen ist mehr als nur bemerkenswert. Hat natürlich nichts mit der Systempropaganda SWR am Hut, wo er ab 2016 mitmachen darf. Er widerspricht sich nicht nur sich selbst, sondern zieht sich selbst in den Dreck. Vielleicht sollte ich ihn in meiner psychiatrischen Einrichtung mal untersuchen, notfalls mit Zwangsjacke. Aber was meinte er da am Schluss noch gleich? Menschen, die andere Menschen umbringen wollen, muss man nicht selbst töten, sondern aufhalten. Ja, genau das war es. Da hat er selbstverständlich komplett recht gehabt, aber 10 Tage davor, vor dem Pariser Terroranschlag mit 130 Todesopfer und 352 Verletzten, hat er ein Video produziert, wo er gesagt hat, er hatte an Facebook Hetz, niemand behauptet, dass es total schön wäre, dass weltweit 60 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Und niemand behauptet, dass jeder einzelne Flüchtling ein total netter, cooler Typ ist. Ich glaube, selbst das linksgrün versüffteste Gutmenschen-Schlafschaf kriegt mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung noch einigermaßen auf die Kette, dass bei 60 Millionen Menschen schon rein statistisch auch ein paar Arschlöcher dabei sein müssen. Er hat hier versucht, die Leute in den Dreck zu ziehen, die davor gewarnt haben, dass es Terroristen innerhalb des Flüchtlingsstroms gibt. Schauen wir mal eine Statistik an, in den Zeitraum, wo dieses Raik Anders Video erstellt wurde, also von 2015 bis heute, so alles islamoterrormäßig ablief in Europa. Und dann machen wir eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, was laut Raik Anders selbst ein Schlafschaf ja verstehen müsste. Es gab 18 Terroranschläge, 310 unschuldige Todesopfer, 1220 Verletzte, ausgeübt von etwa 19 Terroristen, davon sind 12 tot. Das ist die traurige Bilanz.
gehen wir optimistisch davon aus, dass von 1 Million Flüchtlingen etwa 1% islamoterroristischen und extrem radikalen Hintergrund haben, die gewaltbereit sind. Das sind immerhin 10.000 Arschlöcher. 10.000 dividiert durch 19 Terroristen, die jetzt schon Terroranschläge in Europa ausgeübt haben, bekommen wir die Zahl 526 und das multiplizieren. Nun mit den Terroranschlägen, was ausgeübt wurden, nur um einen Blick in die Zukunft zu blicken, was uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, besonders in Westeuropa, blühen wird. Die Excel-Tabelle ist in der Videobeschreibung verlinkt, wer mag, kann es downloaden und selbst mal rechnen. Aber eins ist gesagt, egal wie man es dreht und wendet, es wird jede Menge Islamo-Terror-Todesopfer in Europa geben. Die Asylkrise und somit der importierte islamistische Terrorismus veränderte die europäische Lebensweise, Lebensqualität und Lebenssituation innerhalb von 2 Jahren radikal verändert. Aber lassen wir mal Otto Normalbürger in Wien reden. In Bezug des islamistischen Terroranschlag in Manchester und der heutigen Situation. Ja, den kennt man ja nicht, die was das nicht kennt. Der war eh bekannt, der junge Mann. Da rennen ja genug mal drum. Auch bei uns in Österreich, weil jeder kennt sie ja nicht, ne? Wie soll man die kennen? Steht ihm ja nicht auf der Stirn geschrieben. Meiner Meinung nach, so Selbstmordattentäter, die sind einfach nicht zu verhindern. Was halt ärgerlich ist, wenn man dann immer wieder hört, dass sie schon unter Beobachtung waren und dann trotzdem so etwas passieren kann. Das ist ärgerlich. Das ist in Deutschland passiert, erst in England ist passiert. Also das macht mir eigentlich nachdenklich. Ich folge den Spuren der Rosamunde Pilcher folgen und meine Tochter fährt mit mir. Und wie ich das gestern gehört habe, mir rinnt die Gänsehaut, weil ich sage, wer weiß, wem was einfällt, wo. Ja, also ich weiß, dass ich sicher in kein Kaufhaus gehen werde. Ich fürchte mich vom Flughafen, aber nicht nur in London, sondern auch in Wien. Und ich wollte in Schloss Schönbrunn eigentlich aufs Konzert gehen. Ich meide es. Es ist leider traurig. Es ist sehr traurig. Es ist furchtbar. Ich habe zu meiner Freundin gesagt, wenn es mich getroffen hätte, so Alter, ich habe mein Leben gelebt. Ja. Aber Junge, ist ein Wahnsinn. Meine Meinung. Also, es wird immer schlimmer eigentlich. Schreckliche Zeiterscheinung. Da kommt noch was. Glaub mir, dieser Sommer wird auch ein Albtraum. Mich nehmen all diese Anschläge mit, weil ich mir denke, die machen das im Namen einer Religion und welcher Gott auch immer auf der Welt kann sowas gutheißen. Also, das verwundert mich als nichtgläubigen Menschen sehr. Also ich steige auf keinen Regenwurm, aber um den Menschen ist nicht schade. Weil was der angerichtet hat, das ist ja nicht, dass ich sage, da hat es auch niedergeführt. Das passiert ja ununterbrochen, was halt so ist. Nicht? Na, die Zeit, na, wenn da einer sagt, die ist schön und da kann man glücklich sein, na ja, es kommt drauf an. Ich wünsche einen, ich sehe ja Urenkel, aber was denen noch bevorsteht, wird uns heute schon leid. Leider bestätigen die Zahlen voll und ganz die Befürchtungen der Bürger, wir leben in einer sehr schlimmen Zeit. Aber schauen wir mal weiter, was Raik anders davon sich gab. Und wenn ihr es dem IS so leicht macht, dass ihr einfach so drauf seid im Sinn von, ja, also sie sagen ja von sich, dass sie die wahren Muslime sind, dann wird das wohl so sein. So, also dann könnt ihr auch gleich glauben, dass in der Türkei die größte Pressefreiheit der Welt herrscht, dass niemand zu Menschen mit Behinderungen netter ist als Donald Trump oder dass Anders Breivik 100% Christ ist. So, und dann kann sich auch direkt der IS nochmal bedanken, dass ihr gebetsmühlenartig seine eigene Propaganda wiederkäut und ihr selber sagt, ja, also der IS, das ist der einzig wahre Islam. Danke für die kostenlose Werbung. Der IS bedankt sich nicht an diejenigen, die herumschreien, dass der IS der einzig wahre Islam ist, sondern an diejenigen, was die illegale Masseneinwanderung legitimieren, an diejenigen, was die Asylkritiker und Islamkritiker als Nazi, Islamophob, Faschisten und Verschwörungstheoretiker abstempeln, an solchen Personen bedankt sich der IS mittlerweile auch mit Nagelbomben mitten in Europa.
Ich bedanke mich fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Dr. Global.